Yes, Leute, was geht ab? Umisi wieder back am Start. Und zwar hat unser Bruder Samra wieder ein neues Lied rausgehauen. Und zwar Miskin. Boah, ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, Miskin hat mal so ein arabischer Freund von mir gesagt, heißt der Arme oder Arm. Irgendwie sowas. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr das wisst, an die ganzen Arabs und Habubs, die Shababs. Schreibt das, wenn ihr das wisst. Ich weiß es nicht. Ansonsten so Miskin, so denkt man ganz leicht, so du Missgeburt. Aber lasst uns beginnen. So, ey, lange keine Samra-Reaction gemacht. Leute, ich hab Bock. Jumper, make a jump. Komm, bevor das beginnt, ich sag euch ehrlich, Samra ist der krankeste Gillette-Rapper so. Seine Musik ist immer so dieses. Wir wissen ja, Coca-Rap, er rappt immer über Kokain, er ist verletzt worden, dies, das und immer diese Schizophrenie so. So, das war ja auch das Geile an dem Album, so Jibrail und Iblis, so das, was jeder so eigentlich hat, so ich. Deswegen feiere ich das zum Beispiel auch so. Du willst eigentlich so den geraden Weg gehen, dann machst du so unnötige Sachen, so dumme Sachen, so. Das ist halt das Geile so. Aggressiv vom Jim Beam, doch er flieht, denn er ist Miskin. Hängt am Block rum mit der Hoffnung, dass Mama ihn nicht sieht. 10. Stock, aber ist schon paradox, Blut. Boah, ich muss sagen, Alter, diese Stimme. Samra ist halt so krank talentiert und er hat halt so eine Stimme. Ich sage euch ehrlich, es gab eine Zeit, da war jeder Samra-Song gleich. Aber ich muss sagen, er hat ja den Song mit Kalash gemacht. Shakira war anders. Tief schwarz in die Nacht mit Kontra, aber auch zu heftig. Eigentlich wollte ich die Reaction hochladen, aber ich hatte ein Problem beim Upload. Ihr wisst, Copyright. So, das ist immer so, wenn die Leute sich beschweren, dass ich zu oft pausiere. Aber wenn ich nicht so oft pausiere, dann kriege ich die Reaction nicht hochgeladen und ich habe dann keinen Bock, die zu cutten oder die nochmal zu machen. Deswegen so, Leute glauben, ich habe so viele Reactions gemacht, wo ihr nicht mal wisst, dass sie abgeloadet sind. So, Apache war genau das gleiche Thema. Und dann dachte ich mir so, ey, guck mal, scheiß drauf. So, nach 3 Tagen habe ich auch keinen Bock mehr, Apache Reaction zu machen, nur um Klicks zu bekommen. So, deswegen, fuck it. So, entweder ich krieg's hochgeladen oder nicht. Auf der Louis V. Ich weiß nicht wann oder wo, aber ich will nur ins Paradies. Aggressiv vom Jim Beam, doch er flieht, denn er ist Miskin. Hängt am Block rum mit der Hoffnung, dass Mama ihn nicht sieht. Boah, das meine ich ja. Das ist halt seine Themen. So, seine Videos sind ja immer grau, düster. Und das ist einfach dieses. Boah, wie soll man das bezeichnen? So, diese. Ich sag dazu halt Gillette-Rap. So, ihr wisst so ganz genau Bescheid. Das ist so dieses Emo-Rap, Gillette-Rap. Also nicht Emo-Rap, aber. Dieses, du bist verzweifelt, du hast keine Hoffnung. Oder du hast Hoffnung, aber dir geht schlecht. Halt dieses Tilidin-Kopf-Fick-Rap, Alter. So, jeder von uns hat ja diese Kopfregung, Kopffick, so mit sich selbst, so. Und das ist Samras Spezialität einfach. 10. Stock, aber ist schon paradox, Blut auf der Louis V. Ich weiß nicht wann oder wo, aber ich will nur ins Paradies. Ich bin nächtelang nur wach, Bruder, mich sucht der Teufel. Ich hab Geld, aber keine echten Freunde. Erst platzen Pariser und dann platzen Träume. Erst fliegen Gläser, danach fliegen Fäuste. Erst Platz in Pariser, dann Platz in Träume. Boah, das sind. Guck mal, diese Lines sind auch heftig so. Ich habe Geld, aber keine echten Freunde. So, mich jagt der Teufel und so. Ich sag euch ehrlich, Samra ist krank. Jetzt kommt bestimmt. Brrr. Samra, der Junge, der sein Benz verbrannt hat. Ich bin Hacke so wie letzten Samstag. Ex den Scotch, Papa Kopf. Aber bete jeden Tag, ist schon paradox. Guck, das meine ich. Er sagt ja selber sogar, dieses Paradoxe immer so. Du betest so jeden Freitag, aber dann gehst du am Freitag am Abend, gehst du Shisha-Bar, gehst du im Club oder irgendwo hin, halt weiß Gott wohin. So, und eigentlich, was ja gar nicht so passt, so komplett zwei Welten treffen aufeinander. So, aber diesen Kopfkrieg hat der jeder so. Also bei mir in meinem Umkreis, Alter, jeder, glaub mir. Patrick Philippe, schwarz-matter Jeep. Und du hältst die Fresse, wenn der Barhocker fliegt. Pack den Wagen ab zwei Garagen. Aber schaffe es nicht einzuschlafen. Jetzt ist die Fam safe. Kipp den Champagne, Hits wie MJ. Digga, woher kenne ich diesen Jungen? Ist er ein Schauspieler? Ohne Witz jetzt. Woher kenne ich den?
kommt so bekannt. Ich der Pilot und die die Passagiere in einer Luxuslimousine mit einer russischen Blondine. Was sind das für Nonnen, Dicker? Yay, yay, Bro. Ich schwöre, mit den drei Lippen kannst du so hier aufs Meer raus segeln, Alter. Gib ihm. Jim Beam, doch er flieht, denn er ist missgehen. Hängt am Block rum mit der Hoffnung, dass Mama ihn nicht sieht. 10. Stock, aber ich schon parat. Ah, krass, hast du gesehen? So. So dieser arme Junge, also ich weiß nicht, ob es arm heißt, so, guck mal, Ehre, so, er hebt Essen auf, so, das ist Ehre, Leute, glaubt mir, nimmt Brot, hebt Essen und so auf, geiles Video, Alter. 10. Stock, aber ist schon paradox, Blut auf der Louis V. Ich weiß nicht wann oder wo, aber ich will nur ins Paradies. Aggressiv vom Jim Beam, doch er flieht, denn er ist miskin. Hängt am Block rum mit der Hoffnung, dass Mama ihn nicht sieht. 10. Stock, aber ist schon paradox. Kontra K, der Bruder. Alter, heftig, heftig. Ich muss sagen, die Hook ist ein bisschen low. Also, was heißt low? Ist nicht so eine powervolle Samurai-Hook wie sonst immer. Und der Song ist allgemein nicht so power. Aber natürlich, die Parts geben Power auf jeden Fall, aber die Hook passt halt zu dem ganzen Song, zu dem Thema, zu dem Topic, was er rappt und so. Deswegen vollkommen in Ordnung, Alter. Das Blut auf der Louis V. Ich weiß nicht wann oder wo, aber ich will nur ins Paradies. Sie nennen mich Bruder, aber sind mich brüderlich. Verführen mich und ich verliere die Übersicht. Letzte Zigarette, sie denken, ich fühle nichts. Ich bin high und sie hoffen, dass mein... Digga, ich sag euch ehrlich, wahrscheinlich sollte man die kennen und ich kenne die nicht. Das sind wahrscheinlich irgendwie Kameramänner oder Produzenten. Also, falls das Rapper sind, Leute, dann sagen die mir echt alle nix. Mein Flügel bricht. Fick mal Business, ihr habt mich vergiftet. Fickst du mich, fick ich dich, bis Gott mich richtet. Ich bin zu beliebt. Ey, Digga, das ist so krank. Seine Stimme und dieser Hass. Fickst du mich, fick ich dich. Rette, sie denken, ich fühle nichts. Ich bin high und sie hoffen, dass mein... Jetzt, Alter, Dicker. Und ich schwöre euch, das fühle ich dann halt zu krank, halt heftig. Das kaufe ich ihm auch ab in dem Moment. Flügel bricht. Fick mal Business, sie hat mich vergiftet. Fickst du mich, fick ich dich, bis Gott mich richtet. Ich bin zu beliebt und Yusuf schießt. Blut fließt, der Habib. Ra, ich frier im Ghetto-Panorama und verliere die Kontrolle auf der Fahrbahn. Viel zu viel Probleme mit... Samra, der einzige Rapper, der tausendmal gegen die Fahrbahn, gegen die Leitplanke und so gefahren ist. Tausendmal. Mein Vater, auf einmal reden die, die gestern noch nicht da waren. Ra, keine Angst vor dem Tod, auf Schem über Rot, im Menü-Trikot. Das Leben vergeht zu schnell, also geh da raus und fick die ganze Welt. Aggressiv vom... Ja, das ist halt das Motto so, das Leben vergeht so schnell, aber geh da raus und fick die Welt. Auf kurz gesagt, so, ey, leb jeden Tag, als wär's so dein letzter, so. So, man kann das ja immer positiv oder negativ sehen, so, du kannst Party machen, immer jeden Tag, als wär's dein letzter Abend, so. Oder halt, du bist jedes Mal so korrekt zu den Leuten und lebst so, als wär's dein letzter. Nicht so, dass du den abfackst und morgen sagst, ey, sorry, einfach schon direkt schon immer korrekt sein und so. Jim Beam, doch er flieht, denn er ist missgehen. Hängt am Block rum mit der Hoffnung, dass Mama ihn nicht sieht. 10. Stock, aber ich schon... Weißt du, was ich mir jetzt frage? Das ist ja die Hook. Ich frage mich halt, kommt ein neues Samra-Album wieder? Ich meine, das letzte Album war ja gefühlt schon. Ich muss sagen, ich habe das echt schon krass aufgepumpt. Was war ich der Vorsprung? 10. Stock, aber ich schon paradox, Blut auf der Louis V. Ja, das hat die Hook so. Lass mal schauen, was wir hier verpassen. Ist das immer noch die Hook? Ja, okay. Ich dachte jetzt so, da kommt nochmal so Albumwerbung oder irgendwas. Aber in dem Fall nicht. Aber auf jeden Fall krankes Lied, Leute. Ich sag euch ehrlich, wieder mal ein Samurai. Und man muss sagen, mittlerweile hören sich seine Songs echt nicht alle gleich an. Es ist geil. Ich feiere den Samurai. So, was sagt er, wenn Samurai aufhören würde, ist Malboro pleite. Bruder, nicht nur wenn Samurai aufhören würde, wenn einige Leute aufhören würden.
Das war's mit der Reaction. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Liken, teilen, dies, das, bla bla bla. Ihr wisst Bescheid. Peace out.